Scheiße. Da melde ich mich mit einem neuen Reaction-Video, und zwar auf einen alten NDR-Bericht, wo es um Wismar geht, wo es um den Werwolf-Club geht, Werwolf-Shop geht. Wird eine kurze Reaction sein. Ihr wisst das, die Reactions müssen vorher aufgenommen werden, weil wir in den Livestreams sonst oft gekickt werden. Ich weiß nicht, wo der Unterschied ist zum Livestream-Kicken und nachher als Reaction aufgenommene Reaction, dass das geht. Ist aber einfach so, und ob ich was falsch machen kann, ist gut möglich. Ja, geht um einen alten NDR-Bericht, ist eine kurze Reportage, und wir schauen zusammen mal rein. So ging der Bericht los, wurde mir von jemandem aus dem World Wide Web zugespielt. Immer wieder, wenn ihr Ideen habt für Reaction-Videos, wenn ihr altes Material auch findet, schickt mir gerne den Link an youtube@extremistlos.de, und dann nehmen wir uns der Sache vielleicht an. Aber wir hören jetzt mal kurz in den Bericht rein. Hier vorne natürlich berühmt-berüchtigte, leider entstandene Bild von mir mit dem Werwolf-Wismar-T-Shirt an, mit der Baseballkeule in der Hand, rausgestürmt vor dem Laden. Was das Logo jetzt hier soll, keine Ahnung. Hier die Wasserkunst, schon sehr symbolträchtig und eines der Wahrzeichen der Stadt, steht auf dem Marktplatz in Wismar. Und wollen wir mal gucken, worum es geht. Wismar ist in den vergangenen Jahren zu einem Zentrum der rechtsextremen Gewalt in Mecklenburg-Vorpommern geworden. Ganz kurzer Stopp. Das ist so. Das war so. Und da spielten ganz viele Faktoren rein. Natürlich sieht man mich jetzt hier in diesem Beitrag. Da haben aber unterschiedliche Gruppen agiert. Damit will ich nicht meinen Beitrag schmälern, sondern ich war einer der Haupttäter dort mit meiner Kameradschaft Werwolf Wismar. Es gab aber auch noch die Kameradschaft Wismar, ja, mit der wir auch nicht so gut konnten. Dann natürlich das berühmt-berüchtigte auch Nazidorf Jamel um die Ecke, wo auch sehr viele der Kameraden in und um bei Wismar wohnten oder daherkommen. Dann gab es ja nicht freie Kräfte, aber Leute, die sich lose dazu zählten. Dann gab es so eine Vermischung von Hansa Rostock, Ultras, Hooligans, rechte Szene, immer rechtsoffen, ja. Also keine Ablehnung darüber. Ein wirkliches Sammelsurium an Personen in der Stadt. War ja auch für mich, wo ich dann Anfang der 2000er dorthin gezogen bin und dort vorher zu Gast war, habe ich mir mal gedacht, meine Güte, wie viele Leute leben hier offensichtliches, rechtsradikales und rechtsextremes Gedankengut aus. Ich war geflasht. In Lübeck waren wir zwar auch sehr öffentlich, aber anders schon. Wir waren ein bisschen weiter, sage ich mal, kleidungsmäßig, haben das nicht mehr so offen zur Schau gestellt, waren zwar natürlich zu erkennen, aber hier war das jetzt wirklich so, dass ich gedacht habe, also alter Verwalter. Also das war wirklich krass, dass ich gesehen habe, okay, wie viele starke, große Netzwerke gibt das hier? Und hat die Stadt natürlich ein bisschen was nachher dazu getan. Aber hier war es wirklich der Cocktail aus ganz unterschiedlichen Gruppen und auch Menschen, die dafür einfach offen waren, für rechtsextremes, rechtsradikales Gedankengut. Und es gab auch keine bürgerliche Ausgrenzung und keine Initiativen wirklich dagegen. Die Justiz hat fast jede Woche mit Männern aus dieser Szene zu tun. Dabei geht es um Volksverhetzung, Körperverletzung oder Totschlag. Und auch das Internet ist voll mit dem, was sich so in der schönen Hansestadt Wismar zusammenbraut. Man darf immer nicht vergessen, dort in Wismar waren wirklich 45.000, 50.000 Einwohner. Und das, was da aufgezählt worden ist, Volksverhetzung, Wiederverwendung verfassungswidriger Kennzeichen, wurde jetzt, glaube ich, nicht aufgezählt, aber Körperverletzung, Totschlag, da war schon eine Menge los. Ich weiß, das kann man sich mal gar nicht vorstellen. Heutzutage kriegt man das nur aus vielen Großstädten so mit, aber das wird oft unterschätzt. Und hier war wirklich, also teilweise wurde die Stadt wirklich terrorisiert. Ja, auch eine Art Machtlosigkeit, Polizei im Dauereinsatz und auch das Gefühl auf damaliger Seite und mein Gefühl,
Wir sind hier schon die Bosse. Und da hatte die Stadt dann auch versagt, da hat auch Polizei versagt, dass wir so teilweise das Gefühl hatten, okay, das ist unsere Stadt, hier sind wir Hausherr. Und dass, wenn da mal was vor Gericht geht und so weiter, dann ist das halt so, aber wirklich im wahrsten Sinne drauf. Ja, also da wurde wirklich teilweise geschlafen und immer nur auch reagiert. Das ist ja heute auch mein Kritikpunkt, ja, dass man immer nur reagiert, sondern muss auch präventiv unterwegs sein. Ja, bei den Anfängen reingrätschen, Härte zeigen, ja, Prinzip der 1000 Nadelstiche von Polizei, Staat, Ordnungsamt, Finanzamt, alles Mögliche, alles auf Attacke, um das, ja, um das einzudämmen, beziehungsweise gar nicht erst groß werden zu lassen. Ein Überfall auf einen Obdachlosen in Wismar. Auf der Internetplattform YouTube eingestellt. Wer hier Wismar eingibt, findet noch andere Gewaltszenen. Zum Beispiel ein. Also, diese Szene kenne ich nicht. Ist auch nicht aus dem Bereich, glaube ich, meiner Gruppierung. Also, ein Überfall auf einen Obdachlosen sagt mir nichts. Ist aber mal, um ein Thema aufzugreifen, was sich ja Rechtsextreme ja immer ganz oft auf die Fahne schreiben, auf ihre schwarz-weiß-rote, irgendwie gemischte Farbenfahne, ist ja dann immer so der Einsatz auch, was ist denn mit den Obdachlosen? Ja, also wenn es dann heißt, Flüchtlinge, Migranten, erste, zweite, dritte Generation, dann heißt es immer, ja, was ist mit unseren eigenen, was ist mit den Obdachlosen, ja, jetzt kriegen Flüchtlinge eine Wohnung und dann was mit den Obdachlosen. Aber wenn man das mal guckt, ganz viele Gewaltdelikte, Tötungsdelikte sind aus der rechten Szene, aus dem Rechtsextremismus gekommen und übergriffig, gewalttätig bis hin zum Totschlag, Mord gegenüber Obdachlosen, sehr viel aus der rechtsextremen Szene gekommen. Es ist auch viel darin, dass es damit zu tun hat, dass es im Dritten Reich damit zu tun hatte, auch mit asozialen Pack, faulen Pack, ja, arbeitsscheues Pack, die sich nicht in die Gesellschaft integrieren, keinen Mehrwert für die Gesellschaft kommen. Daher kommt das so ein bisschen, ja. Muss man dann immer gucken für viele, ganz viele Leute, die selber im Rechtsextremismus unterwegs sind, wie deren Lebensführung aussieht. Das wird dann aber wieder umgedreht, dass sie sagen, naja, ich will für diesen Staat ja nichts leisten, ich will keine Steuern für den zahlen, weil ich will ja, dass der Staat untergeht. Und von daher ist das immer so eine Verdrehung der Tatsachen und von gewissen Wahrheiten. Ja, ist eine sehr selektive Wahrnehmung. Und man erkennt jetzt hier auf den Videos natürlich sehr wenig, weit viel mehr kann ich dazu nicht sagen, aber Obdachlose sind natürlich auch immer ein Gegenstand von Angriffen aus dem Rechtsextremismus. Ein Überfall auf einen Obdachlosen in Wismar. Auf der Internetplattform YouTube eingestellt. Wer hier Wismar eingibt, findet noch andere Gewaltszenen, zum Beispiel ein Video vom vergangenen August. Neonazis vor dem Werwolfladen in der Innenstadt. Der Mann. Ja gut, das Video wurde jetzt auch auf diesem Kanal schon kommentiert, wird mit Sicherheit in der Serie, wenn wir dazu kommen, auch nochmal Gegenstand einer Reaction von mir werden und darüber zu sprechen und mal gucken, was jetzt hier kommt. Also wie immer, die Reaction-Videos gucke ich mir vorher nicht an, ich nehme die 1:1, kriegt ihr meine Reaction da drauf. Rechts mit dem Baseballschläger ist Philipp Schlaffer. Er betreibt den Werwolf-Shop, ein Treffpunkt der Rechtsextremen. Ja, also wie gesagt, das war der Werwolf-Shop 1. Da kommt man ein bisschen durcheinander, weil wir hatten Wolfshöhle 1, wir hatten Werwolf-Shop 1, wir hatten Wolfshöhle 2 und Werwolf-Shop 2. Nicht sehr kreativ als Neonazi gewesen, 2.0, 3.0. Wie gesagt, auf die Szene werden wir eingehen. Jetzt sitzen wir hier am Hafen. Sitzen wir am Hafen mit den beiden jungen Männern. Kommen wir einen Schwerpunkt, weil von hier aus bundesweit CDs verschickt werden, T-Shirts verschickt werden, der Hit Achtsdorf, wozu auch der Werwolf-Shop in Wismar gehört. Ja, also ich hatte mir bei meiner Namensgebung von meinem Shop nicht gedacht, dass es so schwer ist. Ist einfach so, also ich hatte ja Hate Store, ja, also einmal ausgeschrieben Hate, H-A-T-E und dann Store, mit den unterschiedlichsten Endungen, .de, com, Info, was weiß ich. Und dann hatte ich aber auch Hate Store mit der H, also mit dem H und dann mit der 8 Store, also
H und dann 8, wie die 8, 8, Hate Store, nicht Hate 8 Store. Ist ja eine Zahl, die im Rechtsextremismus sehr viel genutzt wird. Ja, es wird so mit Hate, 8 und 18 und sonst was sehr, sehr viel gespielt, mit einer schwarzen Billardkugel und so weiter. Ist natürlich, muss man sich auch immer drüber Gedanken machen, dass wenn Rechtsextremisten Symbole und Zahlen und so kapern, ja, sie übernehmen, sie für sich instrumentalisieren, ob man das zulassen kann, darf, ob man da nachgeben sollte, muss man immer gucken, dass man heute dann schon, dass es soweit ist, natürlich, wenn jemand 1988 geboren ist, dass der das Nummernschild nicht mehr kriegt, dass er kein T-Shirt mit der 88 tragen darf und so weiter, ist schwierig. Ist natürlich auch für die Leute, die es dann tragen und man sie nicht kennt und dann hast du vielleicht von Natur aus noch eine Glatze oder kurze Haare oder sonst was und ist ein schwieriges Thema. Ich bin nur immer der Meinung, man sollte Fahnen und Symbole und Zahlencodes und so nicht Rechtsextremisten, wie ich es damals war, überlassen. Das ist genauso wie das Übernehmen der schwarz-rot-goldenen Fahne. Ja, es ist die Fahne für dieses freiheitliche, demokratische Land, eine tolle Errungenschaft, die wir hier haben. Und dass diese Fahne mittlerweile verpönt ist. Bei uns in meiner Zeit als Neonazi war Schwarz-Rot-Gold verpönt. Es war die Besatzerfahne, es war Schwarz-Rot-Senf, wurde sie genannt. Die haben wir nicht auf Demonstrationen benutzt. Unsere Fahne war Schwarz-Weiß-Rot. Und die dann jetzt so wieder genommen worden ist. Das heißt, wir bräuchten einen viel breiteren Konsens in der Gesellschaft zu sagen, nee, Schwarz-Rot-Gold ist unsere Farbe und die lassen wir uns von Rechtsextremisten nicht wegnehmen. Aber das passiert teilweise wieder. Dazu tut natürlich auch Teil, muss man auch sagen, dass es da ganz linksextreme Kräfte gibt, die diese Fahne verteufeln, einfach weil sie auf dem Standpunkt stehen, nie wieder Deutschland, Deutschland niederringen, Deutschland zerstören, zerschlagen, was weiß ich. Ja, die dann sagen, alle, die die Fahne dann nutzen, sei es beim Fußball, WM, EM oder sonst was, wer sich mit der Deutschlandfahne identifiziert, ist dann Nazi oder ein Rechtsextremist und so weiter. Und das ist völliger Schwachsinn. Aus meiner Sicht völliger Schwachsinn. Ich habe das eben kurz gesagt, wofür diese Fahne für mich steht. Und da darf die Demokratie wehrhaft sein und sich die Fahne nicht aus der Hand reißen lassen von Rechtsextremisten und sie nicht verteufeln lassen von Linksextremisten. Dürft ihr gerne hier drunter kommentieren, was ihr daran gut oder scheiße findet. Sehr gerne, ich bin sehr gespannt. Wir schicken bundesweit CDs von Lanzer und anderen Bands. Ja, immer wieder geht es natürlich hier, ne, Lanza zieht natürlich auch in diesen Berichten, ich weiß nicht, von wann der Bericht ist, der müsste ja aus irgendwie 2007, 2008 sein oder so, habe ich jetzt vorher nicht mehr rausgefunden. Und ja, unbestritten, das, was die jungen Leute da sagen, ich gehe mal davon aus, dass das Szenekenner sind aus dem linksalternativen Zentrum dort aus Wismar, die sich sehr mit mir natürlich beschäftigt haben. Über die Geschäfte, haben das dort erwähnt, dass ich der Betreiber bin vom Hate Store und vom Werwolf-Shop, haben den Tattoo-Laden nicht erwähnt, der natürlich zu dem Zeitpunkt lief. Und ja, ist halt so, dass ich Deutschland damals oder europaweit mit dieser Musik gehandelt habe und sehr viel Hass dort verbreitet habe. Ja, kann ich nicht anders sagen. Schlaffer verkauft unter anderem T-Shirts mit der Aufschrift Ruhm und Ehre der Waffen-SS. Ja, das ist, glaube ich, der Prozess. Sehr gutes Standbild von mir. Gott sei Dank, wenn ich das jetzt heute sehe, den jungen, verwirrten Mann dort. Wie alt war ich da? 29. Ja, 29. 28. Und wie hässlich dann auch so Hass macht. Wenn ich das selber so sehe, freue ich mich über die Ausstrahlung, die ich mir zurückholen konnte, über sich einfach vom Hass, von der Gewalt zu lösen, von der Fremdenfeindlichkeit, von den Gruppen und so weiter. Ja, hier mit Thor Steiner Jacke an und geile Koteletten, Digga, geile Friese. Ist halt einfach auch traurig, das immer so zu sehen, weil dann vor Gericht zu sitzen und in der völligen Überzeugung zu sein, dass so ein Schriftzug Ruhm und Ehre der Waffen-SS ist gerechtfertigt, die für zigfachen Massenmord, Millionen Massenmord auch verantwortlich sind und so weiter und ich in dem guten Glauben bin oder der Überzeugung bin, das vor Gericht freizukämpfen und mich als Opfer zu fühlen. Und das ist ja einmal ganz wichtig, diese verklärte Wahrnehmung: Ich bin das Opfer, die BRD ist der Unrechtsstaat und so weiter.
Und ja, das ist einfach für mich sehr, 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 sehr merkwürdig, das so zu sehen. Und ja, auch traurig für die ganzen Menschen, denen ich so viel Leid dann angetan habe. Und dass ich selber da so einfach geistig um Nachtsicht weg war. Und so ein übler, übler Zeitgenosse war. S. wurde deshalb jetzt wegen Volksverhetzung verurteilt. Schlaffer, die zentrale Figur der Szene in Wismar. Hier hat sich eine rechte Subkultur herausgebildet. Wenn Jugendliche oder junge erwachsene Männer sind es meistens bei Kameradschaften oder der NPD organisiert sind, achten diese Organisationen darauf, dass diese jungen Männer nicht zur Gewalt greifen, weil sie ganz genau wissen, sie werden dann entsprechend auch mit Gewalt in Verbindung gebracht. Kann ich von ihm jetzt nicht so genau, nicht hundertprozentig zustimmen. Die Organisationen nehmen trotzdem die Leute auf, besonders wenn wir auf die NPD gucken, sind trotzdem Gewaltbereite immer wieder auch in Führungspositionen, in gewissen Kreisen, in Ämtern bei der NPD. Sie wollen es natürlich ab einem gewissen Punkt nicht mehr und sie wollen das für ihr Image in der Öffentlichkeit nicht. Aber dass es da sozusagen ja eine Ablehnung gegenüber gibt, sehe ich dann nicht so. Aber er kommt, ich weiß, wie es gemeint war, aber ist trotzdem noch gern gesehen. Auch die NPD spricht im Hinterzimmer von dem Umsturz, von der Machtübernahme und so weiter. Ja, da braucht man halt auch Leute für die Straße und fürs Grobe, ne? Das ist für die meisten da ganz klar. Bei diesen subkulturellen Cliquen, bei diesen subkulturellen Gruppierungen spielt das keine Rolle. Die sind recht launisch, die sind meistens auch mit Alkohol in Verbindung. Und wenn dann ein bestimmtes Maß voll ist, dann schlagen sie gerne mal zu. Ganz kurz in eigener Sache, wenn ihr uns unterstützen möchtet, mein Buch ist draußen, Hass macht Gewalt, Spiegel Bestseller. Die Marke hinter dem Produkt, King unter den Kongs. Checkt das mal aus. Unter dem Video sind ganz viele Links, wie ihr uns supporten könnt in unserer Arbeit, Deradikalisierung, Anti-Gewaltarbeit im Internet und oder an Schulen. Also, ganz viele Möglichkeiten. Daumen hoch, Daumen runter, kommentiert. All das hilft. Vielen lieben Dank und Ahoi, Video geht weiter. Ja, das ist wohl wahr. Dass besonders viele Gewaltdelikte auch nach dem Genuss von Alkohol passiert sind, auch besonders untereinander, auch gegenüber vielen, vielen anderen natürlich, die dann das Pech hatten, ja, uns und Kameraden von mir über den Weg zu laufen. Diese generelle subkulturelle Gruppendruck, diese Mischung aus Testosteron, Musik, Alkohol, Gruppe, ja, das alles ergibt so natürlich so also ein Pulverfass, ja, und dieses subkulturelle Hypermännlichkeitsding ist ja da, das ist einfach Explosion an jeder Ecke und jeder wollte dann sich auch einen Namen machen, Ruf machen, keiner konnte einen Schritt zurückgehen, ja, ganz viele kennen das hier wieder drunter, könnt ihr wieder Hashtag kenne ich machen, ja, dass man aus gewissen Situationen dann auch nicht rauskommen kann. Ich weiß, das schreiben jetzt Leute drunter und sagen, doch, ich kann, ich habe Nein gesagt und so weiter. Dann war man vielleicht noch nicht in den richtigen Gruppen oder du bist halt wirklich eine ganz starke Person, die das geschafft hat. Ich habe so viele Leute kennengelernt, die aus diesem Cocktail, der da entstanden ist, in diesen subkulturellen Strukturen, die dann nicht rausgekommen sind, die dann mitgemacht haben, weil alle das so forderten und die Umstände so waren, wie er auch gerade beschrieben hat. Neben Schlaffer gehören zum harten Kern der rechten Szene in Wismar noch. Das war auch so ein T-Shirt von uns. Das war ein Ausflug am Herrentag, also Vatertag. Hier, wir haben die Stadt selber Fronthafenstadt genannt, ja. Fronthafenstadt Wismar, hier ist das Logo von Wismar mit der Wismaria, mit der Kogge. Hier unten mit den Fischen drauf kann man jetzt nicht so gut erkennen, aber das war ein Logo, das wir auch benutzt haben. Hier vorne sieht man auch von der Band DST, wo es in der Story geht, Kameradschaft Werwolf um Berlin, ja. Das war, glaube ich, ein Hoodie von denen mit dieser Handgranate hinten raufgedruckt. Ja, Hauptsache martialisch unterwegs. Wir sehen, Musik soll gute Laune sein, aber war so kein Trupp, dem ich heute begegnen wollen würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das war so ein Vatertagsding, ja. In Wismar noch 20 weitere Männer. Und es gibt hier etwa 200 gewaltbereite Mitläufer. Sie sollen. Ja, also das war.
Ist dann auch hier einer Gewalttat geendet, dieser Ausflug. Wir sehen dann hier, hatten wir dann hier so ein Fass Bier mit auf dem Bollerwagen. Ja, das war jetzt auch nur ein kleiner Ausschnitt von den Leuten. Da haben wir die Leute erst eingesammelt, sind dann zum Hafen runter und haben dann dort auch ein paar Spiele gemacht, so ja, Trinkspiele und so weiter. Ist dann auch in einer schweren Gewalttat geendet, dieser Tag, oder ich glaube sogar in zwei Gewalttaten. Ja, ist in den Serien nachzugucken, es ist dieser Misch, ja, dieses Subkulturelle. Versuchen heute moderne Rechtsextremisten zu verleugnen, ja, wollen sich moderner darstellen und so weiter, wollen auch diese Abgrenzung von diesen Typen, aber man muss die Veranstaltung von Rechtsextremisten, Konzerte, Veranstaltungen und so weiter mal angucken, ist noch das gleiche Klientel, wie wir da sind, ist das gleiche Klientel, die heute noch die Klamotten kaufen, auch wenn sie als normal angepriesen werden aus dem Bereich des Rechtsextremismus und so weiter. Da hat sich nicht viel getan. Selbst wenn man sich moderner darstellen möchte im Internet, weil man da einen Plan hat, irgendwie in der Mitte anzukommen und so weiter, hat das aber damit nicht viel zu tun. Breite Mitläufer. Sie sollen sich nicht nur im Werwolf-Shop treffen. Also hier, das war der Werwolf Shop 1, damit wir wieder nicht durcheinander kommen. Dieses Logo musste ich übermalen. Da war nämlich unser Vereinslogo drin. Da musste ich auch, glaube ich, 1 oder 2.000 Euro Strafe für zahlen. Da war eine Wolfsangel drauf, eine abgeänderte Wolfsangel, wozu ich einen langen Prozess geführt habe auch. Da kam das Ordnungsamt eines Morgens und hat das Logo dann Logo übermalt, den Maler. Die Malermeisterfirma durfte ich dann auch noch bezahlen und so. Hab da auch einen Prozess zugeführt, hab den nur mal so als Nebenfakt für euch. Ich hab Amtsgericht gewonnen. Ich hab dann die Revision gewonnen. Ich bin dann zum Landgericht, hab dort auch gewonnen. Also Staatsanwalt ist immer weitergegangen, bin dann zum Landgericht gegangen, hab dann beim Landgericht auch gewonnen und wurde dann nachträglich beim Oberlandesgericht habe ich dann verloren. Und musste dann alle Instanzen bezahlen. Ja, das war dann auch immer so eine Sache. Und dann da gab es auch nicht den kameradschaftlichen Zusammenhalt. Also das habe ich alles gemacht. Da gab es dann auch nicht so einen Fonds von 30 Kameraden, die gesagt haben, Mensch, für den Gerichtsprozess steuern wir alle mal jeder 100 Euro dazu. Dann haben wir schon mal 3.000 für einen Anwalt. So weit ging es dann immer nicht. Solidarität im Rechtsextremismus ist nicht so weit her. Weiter geht's. Sondern auch über ein Tattoo-Studio Nachwuchs rekrutieren. Ja, also das Tattoo-Studio wird jetzt hier nicht gezeigt, glaube ich. Also ist nicht die Straße. Das ist die Neustadt. Hier war ja auch die Demo dann. Und hier unten ging es dann gleich so zum Hafen. Das ist schon der Speicher am Hafen. Und ja, Nachwuchs rekrutiert, war das so? Es wäre eine schöne Vorstellung gewesen. Und wir haben mit Sicherheit einige junge Leute rekrutiert, ja. Es war aber nicht der Ansatz, besonders auch beim Tattoo-Laden nicht. Der sollte schon betrieben werden als zum Geldverdienen. Aber da sind Leute hingekommen natürlich, weil sie uns kennenlernen wollten. Einige der Personen, also auch neben mir. Nicht, dass es hier wird zwar immer von der zentralen Person gesprochen. Ja, das ist immer gut und schön, aber gab ja auch ein paar andere, die charismatisch da was auch zu bieten hatten. Aber da wusste man, da trifft man uns. Aber es war nicht als großer Masterplan gedacht. Also nachher so mit der Wolfshöhle 2, mit dem Clubhaus, da schon eher, dass wir Leute dorthin ziehen, aber mit dem Tattoo-Laden und mit dem Shop eher nicht. Da wollte man schon aktives Klientel haben und im Tattoo-Laden wollten wir am liebsten gar nicht in Verbindung gebracht werden mit dem Thema Rechtsextremismus. Ja. Aber ja, wenn der Betreiber Neonazi ist und andere Leute, die da arbeiten, sich dem Rechtsextremismus zugehörig fühlen, braucht man sich nicht wundern, wenn dann der Laden als Neonazi-Laden betitelt würde. Über diesen Laden wird verstärkt versucht, auch an jüngere Leute Kontakt ranzutreten und dann sie auch mal zu anderen Events einzuladen. Zum Beispiel wurden dort auch schon an Jugendlichen und sonst rechtsextreme T-Shirts weitergegeben. Es werden CDs weitergegeben. Darüber werden die Leute eben halt auch politisiert. Also sie Wir sind ja hier für Real Talk, kann ich mir schwer vorstellen. Also das war nicht geplant. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass dort T-Shirts und CDs und so verschenkt worden sind.
habe ich selber so nicht miterlebt. Was es mal gegeben hat, es gab mal eine Aktion zur WM 2006. Hatte ein Versandfreund von mir, ich weiß nicht, 20.000 T-Shirts gedruckt mit Deutschland irgendwas drauf, Deutschland siegt und Deutschland Panzerkette und Deutschland Weltmeister, so diesmal nicht nur Vize-Weltmeister wie 1945, also ein Scheiß. Und davon sind irgendwie auch hunderte oder tausende T-Shirts übrig geblieben, die natürlich ein, zwei Jahre, wenn der WM 2006 drauf gedruckt war, irgendwie wertlos waren. Die wurden teilweise mal verschenkt. Dass dort aktiv jetzt so, sag ich mal, so CDs, so im NPD-Style mit Schulhof-CDs und so gearbeitet worden ist, ist nicht. Sondern ich glaube, dass es, also es wurde nach meiner Meinung, oder ich habe es nicht mitbekommen, keiner so aktiv angesprochen, ja, komm mal hier bei uns vorbei, sondern das, was die Gefahr dort ausgemacht war, diese Faszination des Bösen und von dem, was wir dargestellt haben in der Stadt, und Leute, die sich dafür so interessiert haben, haben gesagt, so krass, da würde ich gerne dazugehören oder mit denen würde ich mich gerne schmücken und die mal kennenlernen und so weiter. Die haben wir nachher possiert, die haben wir rangezogen, denen haben wir das so schmackhaft gemacht und das auch im vollen Bewusstsein, diese jungen Leute dann zu manipulieren. Aber in dem Maß, wie es hier beschrieben wird, war es nicht. Zumindest nicht so, dass ich es mitbekomme und ich hätte es mitbekommen, weil die T-Shirts und CDs alles über mich gelaufen sind. Aber natürlich haben die recht und das sage ich auch immer. Problematisch wird, wenn Extremisten Anlaufstellen haben. Das ist mir schiedegal, ob das linksextreme Hardcore-Treffs sind oder rechtsextreme Kameradschaftstreffen oder extremistische Moscheen, die den politischen Islam vorantreiben wollen. Wenn Anlaufstellen erstmal da sind, wird es bedeutend schwieriger, weil es Treffpunkte sind. Man kann sich vernetzen, man sitzt im Warmen, man kann sich austauschen und so weiter. Und dann ist die Gefahr viel, viel größer. Deswegen immer wieder Netzwerke, gar nicht erst Immobilien zur Verfügung stellen, Mietverträge kündigen, mit allen möglichen Sachen daran, Notausgänge, wo sind Hintertüren, was weiß ich, was es da für Mittel alles gibt. Treffpunkte am besten zumachen, ist immer das beste Mittel. Wir werden auch ganz klar Richtung der rechten Szene gebracht. Inzwischen gibt es offenbar auch ein Wohnprojekt der Rechten mitten in der Stadt. Hier werden vor allem Jugendliche an die Also hier sieht man das Haus, der Keller war nicht zu nutzen, hier vorne war ein Aufenthaltsraum, hier Eingangstür, hier war der Feierraum, das sollte ja mal als Bordell genutzt werden. Hier oben war der Versand, Totenkopfversand drin, wo ich dann nachher den Hate Store aufgegeben hatte. Und hier war eine Wohnung drin, als der Totenkopfversand komplett aufgelöst wurde, wurde hier eine Wohnung draus und hier oben war eine Wohnung. Und da wohnten dann drei, vier Kameraden in diesem Haus mit Hinterhof und so weiter. Kann man sich vorstellen, was hier für die Nachbarn los war. Auf diesem Balkon habe ich nie jemanden sitzen sehen. Und wie gesagt, fußläufig zum Hafen 2 Minuten, also schon eine recht gute Lage. Echte Szene herangeführt. Überall da, wo Angebote für Jugendliche da sind, aus dem rechten Spektrum, finden sich auch Jugendliche. Es ist immer eine Frage von Angebot und Nachfrage. Oh, ist genau das, was ich ja gerade gesagt habe. Wenn erstmal Treffpunkte da sind, kommen auch Jugendliche oder Heranwachsende. Ist einfach so. Wenn diese Personen entsprechend verfolgt werden würden, entsprechend auch mit Verfolgungsdruck belegt werden würden, wäre vielleicht auch die Szene dort etwas schwächer. Viele in Wismar fürchten sich vor dem braunen Mob. Diejenigen, die sich gegen die Rechten engagieren, werden bedroht. Zum Beispiel die Organisation Civitas. Hier wurden vor kurzem Scheiben eingeworfen. Ja, da erinnere ich mich sogar noch dran. Ich glaube, das war nach einer der Demos, Demo 1 oder Demo 2. Da ist in unserer Nacht ist vom Tattoo-Laden die Scheibe eingeschmissen worden. Und nachts als Racheaktion sind 2 oder 3 aus der Kameradschaft Werwolf losgefahren und haben mit Zwillen, ihr wisst, was eine Zwille ist, alle, oder? Und haben mit Zwillen die Scheiben bei dem Jugendzentrum. Jetzt kann man natürlich sagen, ich will das relativieren. Nein, ich will euch erzählen, wie es war. Also, dass ich sage, ja, erst greifen die Linken an und dann wehren sich die Rechten oder so weiter. So war das nicht. Sondern wir haben ja schon Angstarbeit gemacht. Also viele von denen haben sich in gewisse Straßen, wo wir waren, nicht getraut. Und die hatten dann auch Besuch von außerhalb wegen der Demo, also von ganz vielen aus Hamburg, Berlin und so was weiß ich, wohnen. Da sind sie natürlich nachts losgegangen, haben Aktionen gemacht gegen unsere Läden. Und dann wussten wir und haben gesagt, okay, die hauen nächsten Tag wieder ab und dann schlagen wir zu.
Und wir haben dann auch irgendwann Angstarbeit gemacht und haben uns die führenden Köpfe ermittelt von dieser, von diesem Jugendtreff und so weiter. Und sind dann mit Autos umhergefahren, haben die gesucht, sind aus den Autos gesprungen, haben jeden von denen einzeln gestellt und haben gesagt, wenn nochmal bei uns eine Scheibe kaputt geht oder irgendwas, dann machen wir euch dafür haftbar und diesmal nicht. So wird Angstarbeit gemacht. Ne? So wird Angstarbeit gemacht. Polizei natürlich nicht eingeschritten, Polizei auch nicht eingeschaltet. Gehe ich auch davon aus, weil auch in dem Bereich Polizisten als Gegner gelten, muss man sich dann auch immer fragen, okay, wäre es nicht sinnvoller gewesen? Das ist eine klare Bedrohung und wir alle mit Bewährung voll bis unter das Dach, hätte sowas schon gereicht, um vielleicht auch ins Gefängnis zu kommen. Ist einfach so. Aber so ist das damals gelaufen. Da haben wir gesagt, wenn auch eine Scheibe kaputt geht, dann holen wir uns einen von euch. Und diesmal gehen dann keine Scheiben kaputt. Und das ist klassische Angstarbeit, Bedrohung, Nötigung. Ja, ich weiß nicht, was da noch alles so erfüllt wird. Aber da gibt es ja genug Internetanwälte gerade, die auch einen Kanal haben. Könnten sie ja wahrscheinlich auch mal kommentieren, nicht ich. Ja, so verbreitet man Angst und Schrecken in der Stadt. Der eine Teil hat Angst, was zu sagen, den Mund aufzumachen. Bestimmte Leute wollen davon nichts wissen und der andere Teil, ja, der macht's dann halt. Ne? Also der ist dann in dieser Szene und sympathisiert damit auch offen und man hat wirklich, also ich habe schon öfters gehört, Angst davor, sich laut dagegen zu äußern, obwohl die Sachen da sind. Ja, das ist genau das, was dort, was wir auch gemacht haben, dass wir einzelne Personen sozusagen in die Haftung genommen haben. Das macht es ja auch so schwer. Wer dagegen aufsteht, der kommt vielleicht ins Fadenkreuz. Und da muss man sich Strategien drüber überlegen, wie man dagegen vorgehen kann und wie auch die breite Masse das unterstützen kann. Es ist viel einfacher, wenn eine breite Masse aufsteht, weil die Angriffsfläche für die Extremisten natürlich viel, viel zu groß ist. Wenn man immer nur 2-3 Leute als Aushängeschild habt, die müssen den ganzen Shitstorm aushalten. Es gibt ganz viele, die sich sehr stark engagieren in unterschiedlichsten Bereichen und die müssen sehr, sehr viel aushalten. Das wäre natürlich viel geiler, aus heutiger Sicht auch zu sehen, dass es eine viel breitere Front geben würde. Und das sind dann auch Projekte, die dann teilweise sehr, sehr erfolgreich sind. Und hier ist natürlich das so, es gab zu dem Zeitpunkt auch sehr, sehr viel unterschwellige Unterstützung, ja, die kein Problem damit hatten und dann immer wieder auch nicht hingeguckt haben, Sachen durchgehen haben lassen, die sich nicht als Zeugen gemeldet haben bei der Polizei und so weiter. Und die dagegen stehen wollen, hatten halt einfach Angst, dass sie selber Ziel unserer oder Angriffe von Rechtsextremisten werden. Also ist, ja, was wir hier sehen, ist ganz klassische Angstarbeit und so kommt eine Stadt auch irgendwie unter die Räder. Ja, dass man sich dann den Ruf erarbeitet hat als Stadt, okay, ist eine Nazi-Hochburg und die Stadt tut auch nichts. Und sie hat zu lange nichts gemacht, das muss man auch ganz ehrlich sagen, ja. Wir sind hier für Real Talk, die Stadt hat viel, viel zu lange nichts gemacht. Ich glaube, als der neue Bürgermeister dann kam, gab es neue Initiativen und so weiter. Und die dann auch dann, wo man gesehen hat, dass hier sich Kräfte jetzt bündeln gegen uns und der Druck zunimmt. Dann wieder nachgelassen, weil sie sich ums Thema Rechtsextremismus gekümmert haben, wo es dann um Kriminalität ging, haben sie wieder Jahre gebraucht, aktiv zu werden. Und da muss man natürlich mal gucken, okay, reagieren wir da nicht auch mal ein bisschen schneller, bevor das Kind schon im Brunnen liegt und schon um Luft schnappt. Ja, also auch wirklich, ja, hat alles zu lange gedauert. Da sind. Die rechte Szene, sie hat sich in Wismar festgesetzt. Okay, das Video konnte ich jetzt auch nicht mehr deuten, aber ganz klassisches Video irgendwie mit Nokia oder Sony Ericsson damals aufgenommen oder sonst was. Ja, ist für mich immer ein Flashback zurück. Ich bin einfach nur froh, dass es zu Ende ist. Ich bin froh, dass die Stadt irgendwie wieder an ihrem Ruf arbeiten konnte. Alle haben gesagt, seitdem ich da weg bin, ist es ruhiger geworden. Ich weiß, ich werde nicht mehr Ehrenbürger der Stadt. Ja, ist natürlich auch immer für mich nicht ganz so einfach, das zu sehen, wie man selber da drauf war. Ich kann jeden anderen nur motivieren, der jetzt auch aktiv ist. Leute, auch ihr werdet vielleicht irgendwann einen Sprung schaffen, dann seht ihr euch auch so. Einfach Zeit zu gehen oder gar nicht erst mitmachen, kann ich immer wieder einfach nur sagen. Wir wollten gerne auch von Wismars Bürgermeisterin erfahren, was sie denn gegen die rechtsextreme Szene unternimmt, aber sie hat ein Interview mit dem Nordmagazin abgelehnt. Ja, ich glaube, nachher gingen die Initiativen auch erst los, wo der neue Bürgermeister da war. Und dann ging das alles los. Da habt ihr mal einen kleinen Einblick bekommen in so eine Reportage, wie sie damals über die rechtsextreme Szene in Wismar gelaufen ist, über mich und so weiter. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Das war wieder ein neues Reaction-Video. Vielen lieben Dank an die ganzen Paten, Kanalmitglieder. Auch da gibt es immer wieder neue Infos, Bilder, Insiderberichte und so weiter.
Checkt die ganzen Links aus unter diesem Video. Ja, gibt es für euch ein paar Sachen immer zu gucken, zum Auschecken und so weiter. Ich bedanke mich bei meinem Mod-Team, an den ganzen Zuschauer, kommentiert gerne. Und ja, ich freue mich, dass ihr immer so fleißig dabei seid. Ich verbleibe wie immer mit einem Ahoi von der Küste.